Mit unserer Kampagne Das Beste für alle haben wir es in dieser Tarifrunde geschafft, Dualstudierende an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg mit in unseren Manteltarifvertrag Ausbildung aufzunehmen. Was bedeutet das konkret? Sonderzahlungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, T-Zug und AVWL sind jetzt auch für Dualstudierende geregelt. Wir haben aber auch geschafft, die Arbeitszeit, Urlaubsanspruch und die Vergütung mitzuregeln. Die Vergütung bedeutet jetzt aber auch in jeder Tarifrunde, dass diese mitsteigt tarifdynamisch mit unseren Ergebnissen der kommenden Tarifrunden. In den nächsten 36 Monaten können Arbeitgeber von diesen Regelungen abweichen, wenn die Belastung in dem Betrieb zu hoch wird. Wir gehen aber davon aus, dass wir jetzt stark genug sind, unser gutes Tarifergebnis, unseren neuen MTVA, in den Betrieben umzusetzen. Das Thema Lehr- und Lernmittel ist ein großer Themenblock, der uns die letzten Monate und Jahre auch umgetrieben hat. Ausbildung und das Studium wurde immer digitaler. Nun heißt es für Dualstudierende und Auszubildende, digitale Lehr- und Lernmittel auch in der Ausbildung. Unser neuer Manteltarifvertrag Ausbildung bedeutet jetzt für viele tausend Dualstudierende eine bessere Regelung, Sicherheit und Perspektiven durch unsere Tarifverträge. Bessere geltende Betriebsvereinbarungen oder Regeln im Betrieb sollen für die Dualstudierenden natürlich weiter gelten. Jetzt kommt es auf euch an. Werdet Mitglied der IG Metall, Dualstudierende, Auszubildende, Beschäftigte und kämpft mit uns für noch bessere Tarifverträge, für Zukunft, Sicherheit und Perspektiven.